Aber ich fand, diese Aussagen, die hier drin steckten, so für den Arsch. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss. Das war wirklich furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch in diesem Video ein Buch vorstellen von Laurie Nelson Spielman. Nur einen Horizont entfernt. Ich glaube nicht, dass das der neueste ist. Ich glaube, es gibt schon einen neueren von der Autorin. Aber das war der, den ich zu Hause hatte. Und Sarah, meine beste Freundin, hat es auch gelesen und wollte mit mir unbedingt darüber reden. Auf jeden Fall habe ich es dann rausgeholt aus dem Regal und habe es auch gelesen. Es geht hier um Hannah Farr. Sie ist eine Journalistin und ist in ihrem ganzen Leben so ein bisschen unglücklich. Der Mann, den sie liebt, der fragt sie irgendwie nicht, dass sie sie endlich heiraten soll. Ihre Show wird jetzt bald vielleicht von einer Jüngeren übernommen, wovor sie sich ganz, ganz doll fürchtet. Und sie bekommt einen Jobangebot woanders. Und um irgendwie so die Grenzen auszutesten, ob ihr Mann sie doch liebt und festhalten möchte, bewirbt sie sich auf diesen Job, der in einer ganz anderen Stadt ist, mit einer Idee, die sie in Teufels Küche bringt. Denn eine Autorin hat eine Idee gehabt, und zwar sich Leute um Vergebung bitten, indem man ihnen Steinchen zuschickt. Also du schickst jemanden, dem du um Verzeihung bitten möchtest, einen Brief mit eben deinem Verzeihungstext plus zwei Steinchen. Mit diesen Steinen soll derjenige so verfahren, dass wenn er dir verziehen hat, schickt er dir einen Stein zurück. Den anderen Stein soll er weitergeben an jemanden, den er um Vergebung bitten möchte. Nun nimmt Hannah genau diese Idee halt eben für ihre Story. Sie wurde als Kind von einem Mädel gemobbt und hat von ihr diese Steine geschickt bekommen, auf die sie nie geantwortet hat. Jetzt nimmt sie das als Story und schickt diesen einen Stein halt eben diesem Mädchen zurück. Den zweiten Stein, sagt sie, hätte sie ihrer Mutter geschickt, die, mit der sie schon seit 20 Jahren keinen Kontakt hat. Sie denkt sowieso nicht, dass sie den Job bekommt. Sie denkt ja sowieso, dass es alles nur ein Spiel ist für die Rolle, dass der Mann sie eigentlich mal endlich merken soll, was er an ihr hat und. Und sie denkt nicht, dass das irgendwie eine Auswirkung auf ihr Leben hat. Doch das Ganze eskaliert, denn alles kommt anders, als sie das erwartet. Und was genau passiert, wie sie mit dieser ganzen Lüge dann zurechtkommen muss, weil sie eigentlich gar nicht vorhatte, ihrer Mutter zu verzeihen, was genau auch dazu geführt hat, dass die 20 Jahre nicht mehr Kontakt mit ihrer Mutter hat, das Ganze lesen wir hier in diesem Buch. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich vorher gewusst, denn ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, worüber es hier geht, hätte ich gewusst, dass es um das Thema Familie, Verzeihen, zerstritten mit Mutter und sowas geht, hätte ich das nicht gelesen, denn es hat mich so ein bisschen getriggert. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich schon seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter habe, aus ganz vielen Gründen. Aber natürlich, wenn es hier um das Thema Verzeihen mit der Mutter zusammenkommen und alte Wunden lecken geht, dann triggert mich das natürlich hart, weil ich meine, es lässt einen niemals kalt. Es ist nicht so, dass würde ich sagen, mir ist das völlig Schnuppe. Deswegen hätte ich es wahrscheinlich nicht gelesen, aber ich habe es jetzt gelesen. Ich habe es auch zu Ende gelesen, weil mir der Schreibstil auch sehr gut gefallen hat. Ich wollte auf jeden Fall weiterlesen und teilweise habe ich überlegt, es abzubrechen, weil es mich doch sehr mitgenommen hat. Aber das ist nur, weil ich halt diese persönliche Hintergrundgeschichte hatte. Es ist nicht so, dass das Buch so emotional geschrieben ist, dass es mich total sonst mitgenommen hätte. Aber weil ich persönlich so sehr in diese Story involviert war, war ich natürlich halt etwas anders drin als andere. Es gab aber einige Punkte, die mich wirklich gestört haben. Zum einen gab es hier eine Situation, in der eine Person, ich will jetzt nicht sagen wer, weil es wäre so zu viel spoilern, sich mit einer anderen Person unterhält. Diese zwei Personen waren mal in einer Beziehung und der Mann hat die Frau betrogen. Und sie sitzen zusammen in einem Restaurant und er erzählt ihr diesen Spruch: Wenn man jemanden wirklich liebt, dann kämpft man um ihn. In dem Zusammenhang war das so gemeint, dass sie praktisch, also die Frau, nicht um diese Beziehung gekämpft hat. Und ich dachte mir so: Willst du mich verarschen? Du hast gerade
ihr die Schuld daran gegeben, dass eure Beziehung nicht funktioniert hat, weil sie hat dich ja nicht genug geliebt und deswegen hat sie dich gehen lassen. Du aber bist derjenige gewesen, der sie betrogen hat. Also sie hatte allen Recht dazu, zu gehen. Ich persönlich, in meiner Beziehung ist das so, wenn mich mein Mann betrügen würde, wäre ich weg. Es gibt keine Diskussion für mich, denn ich mir überlege, dass ich jedes Mal, wenn er irgendwo hingeht, überlegen müsste, würde er das wieder tun? Wie hoch ist denn die Grenze, wenn er einmal das getan hat, es nochmal zu tun? Also wie niedrig ist die Hemmschwelle einfach? Ich wäre mir zu schade, mir darüber Gedanken zu machen, dass wenn er weggeht, bin ich unruhig, weil es könnte was passieren. Auf der anderen Seite finde ich es auch einfach unfair, ihm gegenüber jedes Mal ihm zu sagen, du darfst nicht gehen, also ihn einzuschränken. Das wäre für beide keine glückliche Beziehung. Also was zur Hölle will er mir damit sagen, dass sie nicht genug geliebt hat und deswegen hat sie gehen lassen, hat nicht umgekämpft. Ich finde diese Aussage völlig falsch. Ich finde diese Aussage, die da drin steckt, sagt einfach nur, sie ist schuld daran, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist und nicht er, der sie betrogen hat. Fand ich furchtbar. Dann, nächste Situation, völlig unsinnig. Sie hat noch niemanden ihre Geschichte über, also Hannah hat noch niemanden ihre Geschichte über die Mutter und den Streit zwischen ihrer Mutter erzählt. Und wem erzählt sie das ausgerechnet? Dieser jungen Moderatorin, die eigentlich die ganze Zeit bei ihr im Verdacht stand, dass sie ihr den Job wegnehmen möchte. Das wäre die letzte Person, den ich es erzählen würde. Und als sie das dann Ganze irgendwie gegen sie verwendet, ist sie völlig überrascht. Ist Hannah völlig von den Socken gehauen. Aber sie war doch so nett zu ihr und sie war doch so freundlich. Und ich dachte mir so, bist du dumm? Sorry, aber bist du dumm? Ich fand es furchtbar. Ich fand das wirklich furchtbar, weil ich mir so dachte, die Hannah hat da teilweise Handlungen gemacht, wo ich mir so dachte, das ist für mich keine gestandene Frau, die mitten, also die war, ist glaube ich Anfang 30, die steht mitten in ihrem Leben, hat einen vernünftigen Job, hat eine Beziehung zu einem angesehenen Mann und benimmt sich wie ein Kleinkind. Das könnte ich einer 14-Jährigen zutrauen, dass die immer noch so naiv ist und hofft, dass diese Rivalin von ihr ihr Gutes will und sich ändern könnte, aber nicht einer 33-jährigen Frau oder 31 oder was auch immer die war. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe jedes Mal nur mit dem Kopf geschüttelt. Und dann haben wir endlich die Auflösung von der Geschichte. Wir wissen, warum Hannah sich mit ihrer Mutter zerstritten hat. Und ich will nicht spoilern, aber das Ende fand ich gruselig. Es wird angedeutet, dass das, was Hannah passiert ist, nicht das erste Mal passiert ist, aber die Autorin lässt uns einfach zurück mit dem Gedanken, dass wir nicht wissen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist und dass den Leuten trotzdem verziehen werden soll, obwohl sie schlimme Dinge tun. So lässt mich die Geschichte zurück. Und ich dachte wirklich, was bitte? Es gibt Dinge, die kann man verzeihen. Es gibt Dinge, die kann man vergessen. Es gibt Dinge, die können wir, mit denen können wir umgehen. Aber es gibt Dinge, die man Leuten nicht verzeihen darf. Egal, in welcher Situation die gerade sind. Egal, was die sonst gemacht haben. Und egal, wie sie sich sonst bis jetzt geändert haben. Es gibt Dinge, die sind in meinen Augen unverzeihlich. Und es gibt Dinge, die können wir einfach nicht wieder gut machen, egal wie sehr man sich jetzt anstrengt. Und die Autorin, Aussage des Buches, zumindest das, was ich verstanden habe, und es kann vielleicht jeder anders verstehen, und das ist ja immer so ein bisschen subjektiv, was man reininterpretiert in die Geschichten. Für mich war die Aussage so, ist egal, was derjenige getan hat, er hat es doch gut gemeint und er hat es versucht, in deinem Leben dann wieder gut zu machen. Und das ist für mich falsch. Für mich waren hier so viele falsche Aussagen drin. Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Handlungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich fand die Schreibweise so gut. Es war flüssig zu lesen. Es war schön zu lesen. Es war angenehm zu lesen. Aber ich fand diese Aussagen, die hier drin stecken, so für den Arsch. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss. Das war wirklich furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine erwachsene Person, die in ihrem Leben steht, den Mist glaubt und umsetzt und sich so verhält. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich fand das Ende richtig gruselig. Ich fand das Ende völlig unbefriedigend.
Ich fand es wirklich, wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wieso man sowas schreibt. Wenn ihr es gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt Spoiler drüber oder so, wenn ihr ein bisschen tiefer in die Materien gehen wollt. Schreibt mir eine persönliche Nachricht oder sonst irgendwas. Wir können gerne drüber reden, aber sorry, ich verstehe es nicht. Das ist so ein Buch, über das ich gerne mal im Booktalk in voller Länge mit Spoiler-Inhalten reden würde, weil es tatsächlich ein Buch ist, das mich einfach getriggert hat. Mehrfacher Hinsicht. Wirklich. Furchtbar. Furchtbar. Und ich kenne das gar nicht von der Autorin. Ich habe ja ihr erstes Buch gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das fand ich richtig schön. Das fand ich toll. Das war eine schöne Geschichte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt schon so lange her, dass ich gar nicht so rekonstruieren könnte, ob ich damals, als ich das gelesen habe, heute noch genauso darüber denken würde. Vielleicht würde mir jetzt viele Dinge eher auffallen, so wie bei dem Buch, die ich damals vielleicht nicht gesehen habe, weil ich einfach jünger war, weil ich einfach anders gedacht habe und. Ja, ich finde, genau das ist es ja. Man wird ja halt älter und dann kann man mit Aussagen besser umgehen. Und ich finde auch in dieser Situation, wo der Mann ihr sagt, du hast praktisch nicht genug gekämpft, dann knickt die voll ein und hat Tränen in den Augen. Und ich denke mir so, was? Würde mir jemand sowas sagen, würde ich ihm sagen, ganz ehrlich, du Arsch, du hast mich betrogen, du hast es nicht anders verdient. Also, sorry, also ich fand es halt so furchtbar. Wirklich diese Handlung, Verhalten von Hannah, furchtbar. Weißt du, alle sehen, dass das nicht in die nicht richtige Richtung läuft, ihr Leben, und sie nicht. Sie nicht, obwohl die mittendrin ist. Also ganz, ganz furchtbar. Ah, ja, ich könnte mich ewig über dieses Buch aufregen. Es hat mir ganz, ganz furchtbar nicht gut gefallen. Ich habe es aber erstaunlicherweise trotzdem zu Ende gelesen. Vielleicht, weil das wie so ein Unfall ist. Man kann da nicht weggucken. Es gibt ja immer so diese Gaffer, die, wenn ein Unfall passiert, fahren die extra langsamer, weil sie sehen müssen, was den Leuten da passiert. Ja, das ist, glaube ich, auch wie so ein Unfall. Man kann da nicht wegkommen. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr dazu dem Buch kennt, ob ihr das Buch überhaupt gelesen habt, ob ihr es nach meiner Rezension überhaupt noch lesen wollt. Oder gerade, weil ich die Rezension gemacht habe und ihr jetzt denkt, das müsste ich erfahren, was Hannah so Dummes getan hat. Auf jeden Fall würde mich sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bis dann.